Das bedeutet, dass wir. Wir brauchen aber eine Farbe, eine coole. Vielleicht blau. Wie wäre es mit blau? Haben wir irgendwas, was hier. Das macht Orange, ne? Lime Green. Gut, wir haben ja eine Pflanzenkiste, ne? Da müsste doch irgendwas dabei sein, was uns coole Farben beschert. So, was haben wir denn da? Nichts. Like Grey Dye. Purple Dye. Orange wieder. Pink. Welchen haben wir denn? Ich weiß es gar nicht. Red Dye. Das ist natürlich auch cool. Ja. Like Blue. Und Purple. Ja, die sowieso nicht. Green Dye. Lime. Purple. Ja, ich würde doch tatsächlich hier diesen Purple mal ausprobieren, ne? Oder nehmen wir doch den Blue, ne? Was Blue? Zack. Zack, einmal Blue. Ciao. Ja, danke. Genau. Zack. Den in der Mitte. Nein. Dahin. Und da haben wir einen blauen Rucksack. Ist das nicht vortrefflich? Rinn damit, mit dem ganzen Shit. So, tatsächlich brauchen wir diesen Blue Schist nicht. Nice, Cobblestone, habe ich den nicht gerade erst reingepackt? Ah ne, das war Gravel. Unser Gravel. So. Ich habe das Gefühl, die braucht man. Ich weiß auch wofür. Dass draußen ja eh dunkel ist, ne? Oh. Krasser Shit. Was ist denn das für einer? Ich glaube, wir kriegen so langsam hier mal ein bisschen Besuch, ne? Und sowas. Ah, da fällt mir ein, wir können hier mal ein bisschen was loswerden. Ja, toll. Sugarcane, hatte ich den nicht auf dem Regal? Ja, tatsächlich. Sehr schön. Natürlich. Warum auch nicht, ne? Hier, dieses Regal passt sowieso kaum was. Das ist scheiße. Ist ja ein ganz spezielles Regal, was. Egal. So, egal soll uns das Regal sein. Mir ist übrigens aufgefallen, wir gehen viel zu selten schlafen in unser Schlafzimmer. So, Treppi, haben wir. So, das kommt alles weg. Genauso wie das hier. Da kommt noch einer rein. Das kommt auch weg. Das auch. Das auch alles. Ich weiß gar nicht, bleibt das hier erhalten? Nee, weg damit. Nee, doch, das bleibt erhalten. Da haben wir ja eben schon. Gut, das hier muss ja auch raus. Kennen wir ja schon. Dann machen wir ja unsere Fliesen wieder hin, ne? So. Ja, ich bin mir noch gar nicht so ganz sicher, wie wir das jetzt hier machen, ne? Ja, ich würde gerne auch. Eigentlich wollte ich hier geradeaus durch, ne? Da muss ich mal gucken, ob das überhaupt geht. So. Zack. 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 Plop, 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 plop.
Kohle. Können wir immer gebrauchen. Genau. Oh, ich habe noch so viel vor. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Das ist so toll. So toll. Ach, und ich wünsche mir, ich könnte viel schneller hier die Blöcke wegkloppen. Da müsste ich in Creative Mode gehen, ne? Das, kann man das eigentlich umschalten währenddessen? Ich weiß gar nicht. Ich schätze jetzt mal nein. Aber ich denke mal schon. Hm. So, bevor wir noch keinen Boden drin haben, aber das erstmal so. So, wo wir jetzt eigentlich nur ein Problem kriegen könnten, ist, wenn wir jetzt runtergehen. So, eine runter, ne? Zack, so. Hier können wir dann laufen. Das wäre, ne, warte mal. So wäre dann nur zwei hoch, ne? Ah, verdammt, da müssen wir noch einen runter. Weil das hier ist ja die Decke quasi von der Küche, ne? Und da müssen wir ja drunter sein, weil sonst kriegen wir hinterher wieder ein Problem. So, und damit wir, und da zwei mir ein bisschen zu niedrig sind, gehen wir doch tatsächlich noch einen runter. Wir haben ja noch ein paar Stüfchen mit. Die setzen wir ja gleich mal hier hin. Oder wir machen das gleich anders. Das finde ich natürlich auch cool. So. Zum Beispiel. Na, so, da geht's hier runter. Der kommt mal weg. So. Was? Sand. Jo, da sind wir schon wieder. Ne? Im Land des Sandes. Ich glaube, irgendwann ist auch vorbei hier mit dem Berg. Ich meine, wir können ja... Ach, wir machen uns das schon richtig schön hier. Das wird ein Traum. Für alle höhlenbewohnenden Arten. So. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Weiß ich noch nicht. Das kann ich noch nicht sagen. Ich höre da schon wieder irgendwen hier am Rumstöhnen. Schlecht geschlafen, wa? Eindeutig. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass hier jetzt nicht irgendwelche Viecher spawnen, ne? Das bedeutet, setz mal eine Fackel mehr und wir haben Ruhe. Quasi. Ach ja. Ist das schön. So. Wir sind natürlich überhaupt nicht größenwahnsinnig. Nö. Wie doch nicht. Also. Wie kommt denn auf die Idee? So, gut. Haben wir hier auch noch ein bisschen was gemacht. So, wie weit kommen wir jetzt hier rein? Okay, drei hoch. Das ist ja schön. So war der Plan, ne? Nur wahrscheinlich werden wir irgendwann auf den Schacht treffen. Oder auf unser Parkettboden. Ich weiß gar nicht. Ja, ich wusste es. Ach, verdammt. Hey, hier war aber noch so ein Pöppel. Zuck. Ja, macht ja nichts. Dann haben wir oben halt Parkettdecke. Ist doch auch schön. Mal, ne? Zur Abwechslung.
So. So, ein bisschen Salz abbauen. Zack, ich denke, das reicht jetzt auch schon wieder fast, was wir hier unten gemacht haben. Weil ist halt so. Da kommt wieder einer rein. Zack, zack, zack. So. Hier noch ein bisschen rein. So, hier noch ein bisschen rein. Dürfen nur nicht zu weit gehen. Aber das ist okay so. Ja, da dürfen wir wohl nicht. Das habe ich schon fast befürchtet. So. Na gut. Zack. Haben wir die Treppe jetzt mitgenommen. Nö, aber nicht. Ist die Treppe kaputt gegangen? Tja, sie ist weg. Einfach weg. Hat sie sich ver... Ach nein, das war der daneben. Ah, verstehe. Okay. Okay, okay, okay. Also hier ist erst die Treppe. Genau, wir setzen da mal... Da nicht. Ne, wir setzen einfach gar nichts. Wir machen einfach hier weiter. So. Einen rüber können wir noch. Aber wenn wir hier jetzt... Hier buddeln wir durch die Wand, ne? Nee. Achso. Ich verstehe, hier ist die Wand dicker. Na. Na gut, das war's. Ne, das war das Zeichen, dass wir hier unten aufhören. Es ist ja auch schon wieder Tag. So. Könnt ihr mir gerade nochmal sagen, was wir vorhatten? Wir haben jetzt einen coolen Rucksack, ne? Irgendwie will wahrscheinlich gar keiner durch unsere Monsterfalle fallen. Kann ich irgendwie gar nicht nachvollziehen. Dabei haben wir es so schön gemacht. Genau. Also. Wir wollten ja noch los, ne? Wir wollen immer los. Aber ich meine was anderes. Wir wollten, wir wollten los und, unsere Sachen aus dem, aus der Mine holen, ne? Aber jetzt habe ich natürlich, genau das vergessen, weswegen wir reingegangen sind. Guck mal. 57% hieß schon. Cool. Ja, wir brauchen einen Eimer, um die Gärten hier weiterhin zu machen. Und das Holz wollte ich holen. Gut, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir nehmen was zu essen mit. So. Ne? Können wir Weizen eigentlich fressen? Weiß ich gar nicht. Check. So ein bisschen Weizen. Nee, das geht gar nicht. Da können wir nur mit kochen. Aber die können wir essen, ne? So, stopfen wir uns mal voll. Rülpst da hier einen rum. Ja, genau. Zack, die Hälfte. Zack, ganz viel Stickies. Und da-ding, da-ding. Schwupp, schwupp. Zack. Und zack. Verdammt. Und zack. Mehr brauchen wir nicht. So, oh, wir können mit allem anfangen. Wir können mit dem Baumhaus anfangen. Warum wird denn der Himmel so komisch? Kann er sich immer entscheiden?
Ein Schaf. Wir müssen das Schaf. Es tut mir leid. Demnächst machen wir so. Ja, halt Kunstwolle, ne? Zack. So, das musste ich jetzt mitnehmen, weil jetzt können wir uns ein Bett basteln. Ja, und da fliegt schon wieder so ein Militärflugzeug über uns rüber. Das ist natürlich auch traumhaft. Ring, zack, 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 zack. So, das ist nervvoll, wenn man hier ständig reinfällt. Ist natürlich echt cool. Ich frage mich halt, hier ist ja auch Erde, ne? Hier ist auch Dirt. Warum wächst das nur an manchen Stellen? Wächst das nur am Rand eigentlich? Also wenn man jetzt hier was hinmacht, ne? Und hier wieder. Und hier und hier. Und da. Und da. Nee, doch. Nö. Tja, die Frage ist, wann das wächst, ne? Da zum Beispiel wächst es auch. Gut, wir müssen ganz kurz die Erde wieder rausknüppeln. Weil wir haben ja nicht umsonst den Graben so tief gemacht. Das hat ja schon seinen Sinn. Das Wasser soll ja auch dahin fließen. Ja, ich weiß jetzt nicht. Wächst halt, wann es Bock hat. So. Ein Bettchen wollten wir bei uns bauen. Ein Bettchen. Hallo. Und eine Brücke wollten wir auch bauen. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Tja, irgendwie ist unser Holz futsch. Haben wir noch Holz mit? Nö. Stöhn, ey. Gut, wir haben eh noch einen Baum, der weg muss. Nein. Nicht der hier. Dieser mega fette. So. Ja, wenn wir Glück haben, kriegen wir den so. Zack. Oh, gut, ja. So, dann haben wir gleich erstmal wieder genug Holz. Und dann können wir uns ein Bettchen basteln und dann düsen wir los, ne? Holen unsere Sachen, wenn wir wieder da sind, dann machen wir die ganzen anderen Sachen, ne? Dann machen wir uns Brücke und hast nicht gesehen. Zack. Sehr gut. Schwupp, das nehmen wir auch noch mit hier. Schon wieder am Unkraut wachsen ohne Ende. Das ist unfassbar. Gut, jetzt können wir aber, ne? Nee, noch nicht. Wir müssen erstmal die umwandeln in zum Beispiel das hier. Dann machen wir Tack. Und Tack. Bad. So, und Fackeln brauchen wir noch eine Menge. Zack. Job dahin. Genau. Und ich würde auch tatsächlich noch eine Runde Erde mitnehmen. Die wir natürlich jetzt. Ja. Sehr schön. So muss das sein fürs Feld, ne? Alles fürs Feld. Aber der stürzt doch eigentlich ab, ne? Das geht doch nicht. Sind noch so ein bisschen Erde und so ein Ding. So. Das können wir noch machen. Das sieht dann auch cool aus. Ein bisschen. Ja, nur besser als nichts.
Ja, genau. Wo wir schon dabei sind, basteln wir uns mal schnell ein Höhlchen. Ups. Achso, na gut, das geht ja auch. Und dann machen wir mal hier den Eingang zu. So. So, die Wurzel, und dann schlafen wir eine Runde, bis es wieder hell wird. Ja. Kann ich machen. Sehr gut. So. Geschlafen haben wir. Regen hat aufgehört. Ist ja wunderbar. Was will man mehr? Aus welcher Seite müssen wir jetzt? Ich glaube, hier. Genau. So leid es mir tut, aber wir müssen jetzt los. Ich würde ja hier auch unendlich gerne weitermachen. Nur drängt die Zeit. Wir können jetzt natürlich noch so ein bisschen ineffektiv weitermachen. Wir hatten jetzt auch wieder ein bisschen Spaß, ne? Jetzt ist wieder Ernst des Lebens. Wir müssen uns die Sachen holen. Weil sonst haben wir halt kein Eisen wieder, ne? Ohne Eisen doof. Höhle. Hoch hier. Hoch hier. Dann gar nicht erst da hoch, weil das, dann müssen wir wieder runterspringen. Das ist voll nervig. So. So, zack. Hier immer hoch. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir jetzt Eisen so unbedingt brauchten. Ich weiß nur, dass wir es brauchten. Unbedingt. Zack. Sehr gut. Ich glaube auch für eine Schere oder so, ne? Ich weiß gar nicht, kann man eine Schere eigentlich auch aus zwei Dingens machen? Nö. Siehst du. So, schauen wir doch mal. Ich glaube, das ist schon da. Da braucht man gar nicht so weit laufen, oder? Ich meine, den Höhleneingang, ne? Also wo jetzt das, wir können ja mal ganz oben raufkraxeln, wenn es schnell geht. Ah, Kokosnüsse. Nom. Schwupp. So, und weiter geht's. Ach, cool. Jungle Wood. Was macht denn das hier? Ein bisschen unpassend, oder? Na, ich weiß nicht. Kloppen wir auf jeden Fall ab. Coconut, Block-ID, bla bla bla. Metadata. Oh, soll mir egal sein. Hauptsache, ich nehme sie mit. So. Das ist so uncool irgendwie. Sticky. Zack. So. Okay, ich glaube nicht, dass das die Höhle ist. Das glaube ich kaum. Hallo. Ne, wir müssen immer bedenken, wir sind nicht alleine. Na, da kommt schon der erste Zeitgenosse. Hallo.
Okay, naja, vielleicht auch einfach damit Monster spawnen, ich weiß nicht. So, ich habe mich ein bisschen eingelesen. Cool. Ach, da sind wir rein. Oh, ach da. Sehr schön. Okay. Ja, wieso nicht, ne? Die Schippe brauchen wir mal. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Unten. So, ich hatte vor, wir buddeln uns jetzt einfach hier in die Tiefe. Neben dem Teil oder auf dem Teil, ich weiß nicht. Wo sind wir? Wir sind genau bei dem Kochtopf, ne? Also hier müsste ja irgendwie dann Lava sein, wenn wir da ganz runter gehen. Wir können es natürlich mal versuchen, genau daneben. Ja, sehr schön. So. Genau daneben sehen wir natürlich dann nichts, ne? Ja, müssen wir schon da drauf bleiben. Okay. Schade, ich würde jetzt gerne speichern. Was? Was ist das denn? Plazite, natürlich. Ich höre schon wieder was, ne? Wir landen bestimmt irgendwo in der Grube. Kann ich gleich versprechen. Schon. Ja, das ist aber jetzt irgendwie doof, ne? Ich habe irgendwie Schiss. Lass uns lieber ein bisschen auf Nummer vorsichtig gehen. So. So. Marble haben wir ein bisschen. Hier mal Kohle. Man sieht hier sowieso kaum was. Also, zack, machen wir eine Fackel hin. Ja, gut, so geht es natürlich nicht so schnell. Aber wir sind ja auch negativ reingegangen in den Berg, ne? Muss man auch mal sehen. So. Hier weiter, hier weiter, hier weiter. So. Das ist echt cool. Was war das jetzt? Sand? Tada, da sind wir doch schon. Ziemlich geiler Scheiß. So, wenn wir das jetzt looten, dann ist das natürlich weg, ne? Wir brauchen unbedingt Diamanten und so ein Cheat All. Irgendwie hört sich das sehr nach Lava hier an. Ich muss noch ein bisschen vorsichtiger sein. Zack, so. Ja, wir nehmen natürlich erstmal ein bisschen was mit hier, ne? Weil, wenn wir schon mal wieder hier sind. So, was ich aber, glaube ich, gerne machen würde. Ist bestimmt hier unten.
Ja, warte mal. Nee, 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 nee. Lebensmittel sind wir ja nun nicht. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Mit einer Stone-Dingens kriegen wir kein Gold? Möglicherweise. So, das ist jetzt der Kochtopf, ne? Ach, stimmt, die wollten wir ja noch rausholen. So, ja, hier brennen mal, ne? So. Die machen wir jetzt mal, weil einfach so. Burp. Stimmt. So. Ach, reinpacken können wir gar nichts mehr. Gut. Gut, 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 gut. So. Wir haben auf jeden Fall drei Rucksäcke jetzt. Und, solange wir irgendwas drin lassen, ne? Wir könnten ja aber irgendwas drin lassen. Hier zum Beispiel Gunpowder oder. Was weiß ich, hier neuen Stickies oder so. Dürfen nur nicht vergessen, dass hier Lava hinter der Wand ist, ne? Ist wirklich very important. Was mir gerade einfällt, warte mal, den haben wir ja schon vorher gehabt, ne? Ich würde gerne nochmal die Dings ändern. So. Das ist der neueste. Das ist der gewesen. Hier haben wir das Eisen drin. Und halt so Ressourcen. Da können wir ein paar Ressourcen hier mal reinknallen, wa? Und den Backofen. Was war alles mit da? Ist unglaublich. Kohle zum Beispiel, ne? Salz. Das, was kein Mensch braucht. So, und dann packt man in den ersten tatsächlich so ein bisschen Essen und so. Und irgendwas würde ich gerne noch da behalten, was wir dann so unterwegs snacken können. Weiß nicht. Wäre ganz cool. So. Zack. Und was haben wir hier so drin noch gehabt? Ja. Ja, alles drin. Und da die Dinger vor allem. Die wir jetzt brauchen. Eimer und so weiter. Das ist jetzt aber der Rucksack, ne? Mal so. Genau, lassen wir einfach Gunpowder drin. Der Rest sonst mal. Sonst wo. So, den können wir erstmal drin lassen. Und dann basteln wir uns vielleicht hier so eine Treppe runter. Ja, das kann ich aber auch mal offline machen. Genau, das mache ich jetzt mal. Ne? Also da braucht ihr ja nicht zugucken, wie wir da hier uns durchackern. Vor allem da oben ist noch hier Dingensbummens. So, wunderbar, wir haben es wieder geschafft. Und damit verabschiede ich mich auch schon in den Endscreen. Yippie, bis denn. Hat Spaß gemacht heute. Ciao. So, ja, da sind wir wieder im Endscreen. Und wurde wieder eine schöne lange Folge. Ich hatte mal wieder richtig Bock zu spielen. Und ja, muss sagen, hat echt Spaß gemacht. Wir haben einen Garten voll. Wir haben unser Kreuz wieder gefunden. Wir sind nicht gestorben. Ich dachte ja, wir sterben an. Ach, hier, was war das? Der hat uns abgeworfen mit Gift oder sowas, ne? Das hat uns echt bis zum letzten Herzen runtergedröselt. Ich dachte schon fast, wir nippeln ab. Und dann noch die Zombies in der Nacht. Also, boah, Hut ab. Ne, da kriege ich so ein bisschen Schiss. Jetzt mittlerweile nicht mehr so sehr. Anfangs war das ja noch sehr heftig. Aber wie gesagt, beziehungsweise habe ich noch nicht gesagt, aber vertraue niemandem hier. Ne? Wir dachten ja erst, das wären irgendwelche Einwohner. Ne? Aber das waren so nicht. Ja, genau. So, in der nächsten Folge werden wir hier eine Treppe haben.
nach unten in unsere Mine. Unser Weg kennen wir, das ist gar nicht so weit. Ne? Ist ja fast neben unser Baumhaus, wenn ich jetzt das so mal so sagen darf. Und ja, dann können wir hier schön abbauen und Ressourcen sammeln. Ne, wir müssen uns ja auch irgendwann mal... Ich weiß nicht, ob wir da unterwegs gehen und... naja, wir müssen ja, ne? Wir müssen Diamanten finden. Einfach. Ohne geht's nicht. Das ist, tja. Diamanten, damit wir uns eine Pickaxe bauen können. Und dann können wir Obsidian abbauen. Und da gibt's so viel. Ach, so viel. Oder hier Gold, ne? Das machen wir als nächstes. Gold abbauen erstmal. So, okay. Wir haben viel vor. Bis denne. Ciao.